So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. So, ich bin vergiftet und ich brauche jetzt jede Menge Pipi. Denn nur Pipi kann uns heilen. Was? Ja, es ist so. Pipi kann uns hier wirklich heilen. Kein Antibiotikum, so wie ich das immer dachte. Nein, es ist Pipi. Das ist Pipi. Und ich habe das schon mal abgecheckt, wo wir überall Pipi finden. Warte mal, ich schmeiß mir den Knüppel hier mal weg. Der geht mir auf den Sack. Aber nur, weil er ein Knüppel ist. So, pass auf, wir brauchen unsere Hand wieder, denn wir wollen weiter rudern. Wir müssen weiter. Wir haben es echt eilig, denn ist nicht mehr viel zu leben. Wo ist jetzt mein Schiff? Hä? Oh mein Gott, wo ist mein Schiff denn jetzt hin? Da, oh mein Gott. Okay. Oh, am Arsch der Welt. Am Arsch der Welt geparkt. Wir müssen nachher wieder zurück. Das ist eigentlich unsere Hauptinsel. Soll es vorübergehend erstmal werden. Oh Gott, jetzt sind wir noch müde. Da kommt schon. Erstmal rausziehen die Insel so ein bisschen. So. Nimm. 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 Paddel. Nimm, Paddel. Nimm, Paddel. Oh je. So. Komm. Ruder, was das Zeug hält. Oh, sag mir jetzt bitte nicht, dass wir nicht weit genug draußen sind hier. Oh, ich kriege hier echt einen Schreikrampf, ne? Ja. Wenn es denn mal schnell gehen soll, dann geht es hier gar nicht schnell. So. Nun komm, hab. Oh ja, Paddel. Und los geht's, komm. Komm. Ich drück doch schon eh, Mann. Wie viele E's willst du noch gedrückt haben? Oh nein, ne? Das kostet uns am Ende das Leben hier. Warte mal, kann ich nicht einfach hier, anstatt das Paddel jedes Mal wieder rein und rauszustecken? Ach ja, komm, fick deine Mutter. So, das ist Pipi, das brauchen wir gleich. Schmeiß es in den Müll. So, komm. Hand ausrüsten. Und jetzt komm, endlich, raus hier. Weil der Weg ist weit zum Paddeln. Und da haben wir nicht so viel Zeit für so ein Mätzchen hier gerade. Die Brandung treibt uns auch permanent wieder zurück. Okay, komm. Da hinten, Moment. Ach, guck mal, der hat... Genau, vergiftet bin ich nämlich geworden. Ich wurde vergiftet durch, ja. Durch einen blauen, oder beziehungsweise durch einen Seeigel, ne? Ich war zuerst auf einer anderen Insel, hab da ein bisschen, ja, rumgecraftet. Na, Quatsch, rumgelootet. Und, da gab es Schlangen. Dort wurde ich auch schon mal vergiftet. Also ich bin in den letzten paar Malen jetzt ein bisschen gestorben. Das ein Gutes hat es. Ich weiß jetzt, wie man endlich diesen Flaschenkokos macht. Oder Kokosflasche macht. Das ist schon mal was sehr Gutes. Und ich weiß, wie man im Menü weiterkommt. Man muss nicht immer so engstirnig denken, sondern muss auch ein bisschen weiterdenken. Aber ich hoffe, das wird noch was. Weil auf dieser Insel brauchen wir noch jede Menge Kokosnuss zum Trinken und zum Essen. Und uns dann wieder ein bisschen vitaler fühlen. Dann können wir wieder zurück zu unserer Insel. Um dann ein bisschen wieder weiterzumachen. Ach je, wir brauchen jetzt noch Cooldown. Da haben wir keine Zeit für. Dann müssen wir auch Aloe Veras irgendwie pflücken, um Sonnencreme herzustellen. Das nützt alles nichts. Oh Gott, ist das hier, ja. Wellengang und so, ne? Oh. Jetzt will er auch noch Wasser. Warum willst du jetzt Wasser? Ist ein bisschen anstrengend, so zu paddeln, zu schwimmen, ne? So bei dem Seegang hier gerade. Vielleicht schwimme ich zu Fuß. Das ist die allererste Insel. Bloß die allererste Insel hat Pipi. Und wir brauchen jede Menge Pipi. Einmal Pipi haben wir ja schon, jetzt brauchen wir zweimal Pipi. Und zweimal Pipi macht Antibiotikum. Ach, scheiße. Bitte, lieber Gott, lass alles gut werden.
ich kann gar nicht hingucken, wird schlecht, ne? Eigentlich bin ich ja wasserfest, ne? Aber das so. Puh. Alter Vater. Wer kann da schon die ganze Zeit hingucken, ne? Was war das denn für ein Geräusch? Jetzt komm, beeil dich doch einfach mal. Wir müssen ein besseres Floß bauen. Das funktioniert hier so nicht, Alter. Das ist die Qual der Wahl, Alter, ich meine, das geht ja gar nicht, ey. Wie sollen wir damit von Insel zu Insel kommen? Hier nehmen wir uns das hier. Sieht aus wie eine ehemalige Yacht, ne? Wenn es noch einmal piept, dann kriege ich Panik. Panik! Gleich sind wir da. Oh mein Gott, wir sind gleich da. Okay, cool, wir sind schon mal da. Aufstehen. Ja, Blaps. So. Hopp. Ja, egal. So, komm, lauf. Wo ist Pipi? Pipi. Wo war Pipi? Da ist Pipi. Oh Gott, sagen jetzt Pipi. Oh Gott. So, jetzt mal schnell Menü. Check. Komm, mach schon. Sehr gut. Nein! Ach, ich hasse das. Warum sind wir voll? Scheiße, jetzt mal auf Paddel, ey. Irgendwas ist immer im Weg, ne? Ist es fertig? Antibiotikum kommt? Sauber, geil. Jetzt müssen wir schnell was essen. Diese Palme hat uns beim letzten Mal auch schon fast umgebracht. Oder sie hat uns quasi umgebracht. Weil sie uns nicht die Kokosnuss geben wollte. Ja, runter mit dir. Oh, kletter doch bitte runter. Ey, ist sie doof? Ich bin festgepackt. Oha. Hier passieren Dinge, Leute. Das ist unfassbar. So, komm, nimm mit. Oh, das ist alles. Wir haben keine Zeit dafür. Okay, das konnte wirklich ein bisschen geholfen haben, tatsächlich. Okay, lass die scheiß Kokosnuss fallen. Wir brauchen was zu essen. Ja. Yeah. Nein, jetzt lassen wir noch die Kackachs fallen. Bei unserem Glück ist, vergiften wir uns jetzt gleich mehr mit der Kokosnuss. So, komm. Weiter. Wir brauchen mehr. Mehr Kokosnuss. Ja, da ist noch mehr Kokosnuss. Sehr schön. Roll nicht weg. Ja. Mal ganz kurz checken. Okay. Und Statuseffekt ist weg. Das ist schon mal sehr gut. So, pass auf, dann lass uns mal weiter. Wir müssen jede Menge Kokosnüsse nüssen. So. Augenblick. So. Da ist noch mehr Kokosnuss. Ich glaube es gerade nicht. Jede Menge Kokosnuss. So, mal gucken ganz kurz. Ich muss ganz kurz mal diese... Aha, da habe ich was nicht hingekriegt. Okay. Mein... Ich vergesse immer, wie das heißt, ne? Key. Hat nicht funktioniert.
Guck mal, jetzt geht's wieder. Aber guck mal, jetzt sind wir wieder festgepackt im Baum. Was für eine Kacke einfach, ne? Huh? Okay, dann können wir die andere Kokosnuss vielleicht gleich essen. Okay, bis jetzt geht's uns prächtig. Na, ich weiß nicht, ob wir die andere Kokosnuss einfach so essen sollten. Aber auf jeden Fall müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das Wasser aufbewahren jetzt. Also, wer ist jetzt die eine Kokos noch? Dann jage ich uns eine Krabbe oder sowas. Und dann gucke ich nur, dass ich nur noch Kokosnuss trinke. Weil ich habe nämlich keinen Bock. Ja, es wird aber langsam. Wir brauchen nur was zu trinken einfach gerade. Schön. Dass es jetzt auch noch nachts wird. In meiner anderen... Guck mal hier. Ach, das ist ja da, wo wir sind. Na, da, genau, da wohnen wir ja, genau. Und hier ist noch eine ganz, ganz andere Insel. Okay. Gut. Erstmal Kokosnuss nochmal finden, damit wir nochmal... was zu trinken haben. Und ich glaube, dann sollten wir die Nacht auch wunderbar überlegen, dass wir jetzt gerade Pipi gefunden haben. Das hat uns intensiv geholfen, wirklich. Das war echt schon gut. Ohne Pipi hätten wir das noch nicht überlebt. Ich bin ja gespannt, wie ich die Folge nenne. Ohne Pipi schaffen wir es nicht, oder wie soll ich die nennen? Ich weiß es noch nicht. Ich werde mir gleich noch so eine Flaschendings machen, weil offensichtlich habe ich die ja gerade verbraucht. Offensichtlich habe ich diese Kokosnuss gleich direkt mitgefressen. Ein Skandal. So, schmeißen wir den Scheiß weg. Eine Kokosnuss bräuchte ich nochmal eben. Um eine neue Dings zu machen. Da können wir nämlich anfangen, nämlich den Water Collector zu machen. Den ich schon seit 30 Folgen machen wollte. Warum piepen wir jetzt noch? Eigentlich sollten wir doch gar nicht... Also es geht ums Essen, ne? Ach, Mann. Ja, um beides geht es, ne? Um Wasser und. Aber ich habe keinen Status mehr, ne? Warum verbrauche ich denn so schnell Nahrung? Also doch noch ein bisschen mehr essen. Das darf doch jetzt nicht wahr sein, Leute. Lasst mich doch alle in Ruhe. Sollen wir wieder zurück zu unserer Insel? Was haben wir hier eigentlich noch rumliegen? Müll. Weil ich habe nicht den Smoker nämlich noch aktiv. Keine Kokosnüsse mehr da, oder? Das, was sich hier befunden hat auf dieser Insel, hat uns quasi wirklich das Leben gerettet. Hey, wirklich keine Kokosnüsse mehr. Ich wollte jetzt auch nicht rumrennen, das verbraucht aber viel zu viel Energie. Hier keine. Irre. Okay, pass auf. Wir haben hier gerade genügend Dingens. Lass uns doch mal was essen denn. Ja, du darfst gerne tauschen. Klasse. Hauptsache, wir kriegen keinen Durchfall jetzt. Weißt du, man isst was, ne? Und das Ding meckert immer noch weiter rum, ey. Nun komm. Noch mehr davon. Lass mal hier links weiterlaufen. Kann doch nicht so schlimm sein alles. Das nervt mich gerade intensiv, ey. Es geht hier wahrscheinlich noch um Wasser oder so. Geift das nicht. Komplett leer.
Ja, das müsste eigentlich so gemacht sein, ne? Dass die Kokosnüsse nachwachsen eigentlich. Aber es geht, glaube ich, nicht. Deswegen müssen wir ja reisen. Das heißt, wir müssen uns echt in naher Zukunft einfach mal ein besseres Gefährt machen. Ich guck mal ganz kurz innerhalb der Insel nochmal nach, ob ich da noch irgendwas finden kann. Na komm, hab. Was ist das? Das war's zu essen. Da. Bringt ihr auch Wasser? Eigentlich sollte das ja auch mittlerweile so sein, dass sich unsere Lebensanzeige wieder regeneriert. Aber wir haben einfach noch zu wenig zu trinken. Einfach. Na komm, hüpf doch mal. Ich kann nicht erkennen, ob hier eine Kokosnuss ist, ey. Mist. Da ist noch so eine Frucht. Kuria-Frucht. Hoffentlich macht die nichts Schlimmes mit uns. Wir hauen die uns einfach alles mal in die Figur rein, ne? Gut, Essen haben wir genügend. Ah, guck mal, die hat sogar ein bisschen Wasser gebracht, tatsächlich. Aber trotzdem ist es so, dass wir immer noch nicht regenerieren. Das nervt mich gerade zunehmend. Man gibt dir die Hoffnung nie auf. Nee, komm, lass uns dann eben halt zu einer Insel drüber fahren. Zu unserer Insel. Wo ist denn unser Paddel jetzt denn? Das habe ich doch in meiner kompletten Verzweiflung weggeschmissen, glaube ich, ne? Oha. Ich habe da gar kein gutes Gefühl bei. Oh, oh. Wieso habe ich denn mein Paddel denn? Hab ich das noch da? Komm, sag mir. Shit, ne? Da! Oh. Komm, nehmen wir wieder mit. Und gleich, zack, der erste Schritt wieder direkt vergiftet. Das wäre der Hammer. Was willst du denn jetzt noch? So. Oh, mach doch jetzt. Da lang. Den weiten Weg wieder über den Ozean. Und dann können wir nachdenken, was wir machen. Da drüben habe ich auf jeden Fall noch was zu essen, aber ich brauche viel mehr was zu trinken. Aber, oh, was ist denn jetzt kaputt? Trinken, wir brauchen jede Menge zu trinken einfach, ne? Wir brauchen, ja, Kokosnüsse. Das Problem auf dieser Schlangeninsel, da gibt es Kokosnüsse. Die Sache ist die, dass du diese Schlangeninsel ist arschgefährlich einfach. Also, boah. Es gibt da so viele Schlangen einfach. Aber auch Wildschwein. Also wir werden da so oder so noch mal hin müssen. Aber ich muss mir was Besseres für die Schlangen einfallen lassen, weil ich hatte mal eine Schlange abgeworfen mit 3, 4 Speere. Hatte sie in sich drin stecken gehabt und die krabbelte dann noch weiter. Das sah urig aus. Macht das so ein bisschen nervös, dass es anfängt zu piepsen und wir eigentlich normalerweise guten Status haben eigentlich. Finde ich total doof jetzt gerade.
Da kann ich ja noch 3 Kokosnüsse saufen. Da wird es mir immer noch nicht besser gehen. Haben wir da Wasser drin vielleicht? In unseren Dings, in unserer Rettungsinsel? Habe ich das noch gar nicht, habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Weil normalerweise ist das ja in so einer Rettungsinsel eigentlich Standard, ne? Normalerweise hast du ja sowas permanent drin. Gerade auf hoher See. Da hast, wenn du so ein Rettungsbeck da hast, dann hast du da ja auch normalerweise Wasser drin. Kompass und Flair, würde ich sagen, ne? So, wir sind zu Hause. Sag mir nicht, dass es... Okay. Oh, bitte nicht. Nicht doch. Wieso kommst du auf solche Ideen? Ich ganz... Nein. 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 Genau. So. Tap. Was ist das? Ration. Food and Water. Oh, Gott sei Dank. Oh, komm, lass uns mal das Ding reinbringen und dann speichern. Wow, was für ein Abenteuer. Fleisch müsste eigentlich noch gut sein, ne? Oder? Müsste eigentlich noch das Fleisch hängen haben. Ja. Das ist ja schon geräuchert alles. Muss man da. Safe. Das ist schon mal gut. So. Der Plan ist. Muss sleepen. Warte mal. Der Pläne. Achso, ich wollte mir noch so ein Flaschending bin, aber... Ja, genau, richtig. Da haben wir auch einen Kürbis. Einen Kürbis, sag ich schon. Flaschenkürbis. Also Flaschenkokosnuss bauen oder Kokosnussflasche, wie auch immer. Das wird bestimmt das ein oder andere Mal nochmal passieren, dass wir uns vergiften oder sonstigen Schrott. Dass wir hier mal festbacken. Ich weiß nicht, was das soll, ey. Arschgefährlich. So. Haben wir. So, wir haben Stoff dabei. Was brauchen wir für den Water Collector? Ja, es ist Water Still. Okay, wir brauchen das. Palmdings und dreimal Stein. Das sollten wir eigentlich doch schnell hinkriegen, oder? Das habe ich nicht verstanden. Ich glaube manchmal, Google hört uns ab. Ich habe nicht mit Google gesprochen. Und Google geht einfach an. Ich glaube, Google hört uns ab. Ja. Genau, genauso mit unser Amazon Echo. Das Ding geht auch einfach mal manchmal so an nebenbei. Ah, ich glaube, das hört uns ab. Und gruselig ist das. Google Bombe. Na? Das erleichtert doch einiges nachher, wenn man dann mehr zum Überleben hat nachher. Sehr gut. So, jetzt brauchen wir noch Palmendingenskirchen. Das heißt, wir müssen eine Palme weghacken. Hier, von denen. Diese Palme, die hat mich schon immer gehasst. Okay. Und Steine sollte ich, glaube ich, noch im Dings haben, im Camp.
12 Stunden später. So, jetzt haben wir 4 Stück. So. Wo sind denn die Stones? Genau, das wäre nochmal interessant, das herauszufinden. Das ist Kokosnuss. Rock. Rock, Rock, Rock. Okay. Ach, hey, habe ich nicht genügend Rocks? Das darf doch nicht wahr sein. Wieso habe ich nicht genügend Rocks? Warte mal. Oh, ich brauche 3 Rocks und habe nur einen, ha? Shit. Da habe ich noch meinen Hammer. Anstatt dass ich den einmal wegpacke oder so, ne? Das sind Latten. Ich würde gerne mal eine richtige Base bauen oder erstmal ein richtiges Floß. Wäre gar nicht mal so übel, glaube ich, ne? Da ist ein Rock. Nice. So, den restlichen Palmscheiß muss ich gleich unter das Ding hinlegen, damit es verdunsten kann und daraus Wasser entsteht. Da haben wir es ja. Ah. Muss mal Platz haben dafür, ne? Aber ist das unser Weg hier raus, ne? Warte mal. Obwohl, nein, das ist unser Weg hier. Naja, egal, warte mal. Neben den Smoker direkt. Können wir es nicht da so weiterhin machen? Ja, hier so. Klasse, da liegt doch schon ein paar Dinge runter. Lass uns doch mal ein paar mehr. Guck mal, hier sind noch mehr. Wo kommt hier denn gerade alle her? Und da läuft das Wasser rein. Geil, oder? Ich glaube, das reicht. Huch! Na komm, drop das Ding. Genau. Und da kleckert Wasser rein. Geil. So, das hätten wir auch. Am besten einen zweiten davon bauen oder so, ne? Davon sollte man echt ein paar mehr ruhig haben. Lass uns mal diesen doofen Stock hier weghacken. Der nervt mich hier gerade. Genau. So. So. Das wäre erledigt. Genial. Smoker da, Wasserkollektor da. Was will man mehr, ne? Hier ist ein Zelt. Wow. So, dann lass uns jetzt mal ganz kurz gucken. Im Crafting-Menü. Können wir ein bisschen rumstöbern. Farming. Was ist das denn? Ah, okay. Da, Floß. Hier, da, was ist denn das denn? Davon brauchen wir 5 Stück und ein Dings. Dann könnten wir daraus schon mal einen Floß machen. Ebenso mit Reifen könnten wir das machen. Oder mit Barrels. Hier. Was ist das denn? Was brauchen wir? Plank Scrap. Hier reicht uns einfach nur 4-mal Holz. Was ist das? Ne, hier reicht uns Woodstick. Stick. Ach so, das ist der Boden für unser Dings, für unser. Und was nehmen wir denn als Segel? Hier. Da brauchen wir 2-mal Dings, 1-mal Dings und noch 1-mal Dings. Dann könnten wir hier für ein geiles Segel für bauen. Oder Motor. Motor haben wir hier. Was fehlt uns hier noch? Ein Tape habe ich auch noch irgendwo. Was ist das? Oh, wenn ich das nicht auch noch mal irgendwo habe. Aber dafür brauchen wir Sprit, ne? Das müssen wir permanent besorgen. Das heißt, da müssen wir in die Wracks rein. Wäre schon mal schön. Guck mal, hier ein Anker dabei und alles. Wir müssen den ganzen Shit zusammenbauen. Was ist das? Hä? Ernsthaft? Nein. Bleib doch erstmal dabei. Segel.
Boden und das, was unten schwimmt. Machen wir uns das aus diesen Bells, weil da haben wir... habe ich was. Was sagt denn die Aufnahmezeit? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich denke einfach mal, dass wir diese Folge beenden. Und ich fange schon mal an, das Boot zu bauen. Wäre das Beste, was man machen kann, glaube ich. Das pötschert hier aber ganz ordentlich, wa? Verbraucht er das denn? Nee, er füllt das immer wieder nach. Genau, es wird jetzt auch tags und ich baue schon mal einfach ein Floß und mal gucken, vielleicht ist es in der nächsten Folge fertig, das wäre schon mal super, oder? So, meine lieben Leute, das war's. Bis später. Haut rein. Lasst ein Abo da. Ach herrje. Daumen nach oben. Ihr kennt es ja.